Wir sind auf dem Pfingstturnier und wir hatten einen super Grand Prix gestern. Sehr spannend. Es ist ein bisschen herausfordernd gewesen, gebe ich zu. Durch den Regen war der Boden nicht überall ganz gleichmäßig, trocken oder feuchter. Und wie das die Siegerin gemanagt hat, das ist Isabel Wehrt. Sie steht neben mir und wir gucken uns den Ritt jetzt mal an. So, Isabel, beim Einreiten war wahrscheinlich schon immer im Kopf, okay, heute ist der Boden, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen oder nicht? Also beim Einreiten war erst mal im Kopf erst ganz schön geladen und wie kriegen wir das Halten hin? Was ja immer mit Emilia eine kleine Herausforderung ist. Und da sieht man auch, dass er erst noch mal ein wenig sich bewegt. Ich warte, dann stehen wir und dann geht's los. Also da muss man dann immer schon Geduld haben und Nerven. Aber du wusstest, wenn du wartest, dass er sich dann hinstellt, weil manche werden dann ja noch so ein bisschen unruhig. Das weiß man nie genau, aber er hat's getan, Gott sei Dank. Okay. Und jetzt habe ich tatsächlich den starken Trab mit sehr viel Geduld auch begonnen, weil, wie man sieht, es sind Pfützen, es sind Löcher. Und das war jetzt sehr konservativ geritten, aber es ging mir natürlich darum, keine Taktfehler reinzubauen, denn das hatten einige meiner Vorreiter schon getan. Und da ist der Vorteil der späten Startzeit, dass man sich das hat etwas ansehen können. Die Ecken waren schon ein bisschen matschig, aber Traversale war jetzt ganz gut eingeleitet und auch mit einem guten Kreuzen. Aber man sieht, dass ich jetzt nicht das letzte Risiko eingehe. Und dann geht's schön, dass diesmal war das Umstellen gut in die Traversale. Da habe ich ein klein bisschen, wegen der Pfütze, sieht man da, so ein ganz klein bisschen in da rumgedrückt, dass ich nicht durch die Pfütze musste. Und trotzdem war das noch erstmal eine gute Traversale. Das heißt halten. Aber, du brauchtest schon Nerven, um nicht, weil du reitest ja auch gerne alles raus, aber oder mehr. Du brauchtest so, musstest dich innerlich ein bisschen bremsen. Ja, das ist so. Man hat versucht, weitsichtig ein bisschen das einzuteilen. Das Halten war okay, das Rückwärtsrichten erst ein bisschen zögerlich. Und jetzt war der starke Trab und da kommt die Pfütze. Da macht er auch so einen halben größeren Schritt drüber und dann bin ich nach hinten raus. Das ist ein Mitteltrab. Das war dann auch erreicht, aber da hatte ich Evelyn schon einmal reinpatschen sehen und deshalb habe ich gedacht, okay, wir passen ein bisschen auf. Aber Piaf Passage, ist ja nicht so, dass er gar nicht hingeht. Nein. Piaf Passage ist wirklich schön gewesen, Übergang, schönes, lockeres, leichtes Abfußen, ein ganz klein bisschen einmal hinter die Senkrechte, aber hat sich dann auch gleich wieder aufgerichtet und das ist locker leicht, schubsig durch die Pfütze. So, jetzt der starke Schritt. Der fühlte sich gut an, ist jetzt interessant auch zu sehen. Auch hier ist ein schönes, gelassenes Schreiten, Übertreten. Da lässt er wirklich, man hat das Gefühl, der atmet richtig aus. Absolut. Und dann atmen wir auch gleich zum versammelten Schritt. Atmet ihr zusammen nicht mehr aus? Genau, da atmen wir im Takte ganz wenig und flach. Weil die kurze Seite, da lasse ich ihn auch so ein bisschen einfach weiterlaufen, weil das Anzackeln mit Sicherheit die schlechtere Variante wäre. Man sieht, er versammelt sich selber von der Fußfolge, müsste in sich sicherlich noch ein bisschen mehr aufgerichtet so oben geschlossener sein. Da sieht man, oh, jetzt fange ich langsam an, in die Passage reinzugehen. Aber das ist dann am Ende besser mit einer 7 abgeschlossen als mit einer 4 wen anzackeln. Hier mache ich einen kleinen Bogen, weil da kommt die Pfütze wieder. Piaf ist auch wieder schön, sehr schön. Gerade auch mit einem diagonalen Abfußen, locker leicht und ein locker leichter Übergang. Schön präzise auch, ne? Sehr schön präzise. Genau, das ist wirklich einfach, sicher und gut, auch das Angaloppieren. Und so der Trubel drumherum, der ist ja völlig fokussiert. Das war er ja auch jetzt vielleicht nicht immer. Aber das ist ja eigentlich auch die Fontäne da im Hintergrund. Jetzt kommt gleich einmal da wird da so ein bisschen geladen, da schüttelt er einmal. Ich weiß es nicht genau, ob es tatsächlich diese Mücken waren oder weil er ein bisschen Spannung aufbaute. Die Wechsel sind dann soweit etwas verhalten, versuche ich dann nach Hause zu kommen, aber fehlerfrei gelungen. Natürlich nicht mit dem Raumgriff und die ganze Diagonale nutzend, sondern auf die Fehlerquote achten. Hier die kurze Seite ist schön, auch also in der Silhouette. Ganz gleichmäßig. Kurz, du bist nicht weiter
Du bist nicht mehr nach vorne geritten bei den 2 Jahren, weil du erstmal auf Sicherheit, hättest du ihn mehr nach vorne geschickt, wäre ein Fehler schneller passiert. Richtig, weil ich in der Einleitung eben nicht genau wusste, wir hatten schon hier mit den Mücken zu kämpfen. Mhm. Das waren vor allen Dingen so vorm Kopf. Ich hatte ihn nochmal ordentlich eingesprüht und ich wusste nicht, irritiert ihn jetzt gerade ein bisschen die Spannung oder weil er ein bisschen nach dem Angaloppieren ein bisschen angespannter war oder hat er da gerade mit den Mücken zu kämpfen. Deshalb habe ich die Einleitung, habe ich ihn einfach so ruhig gelassen, mhm. damit ich nicht nochmal nach vorne reite und dadurch vielleicht zu viel Spannung aufbaue und dann einen Fehler riskiere. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, lieber ein bisschen konservativ, okay. Fehlerfrei als zu viel Risiko. Ja. Oh, der starke Galopp war auch langsam begonnen, jetzt nicht direkt losgeknallt und am Ende aufnehmen mit Wechsel. Das war gut, auch gerade noch auf der Linie. Und jetzt geht's in die Zickzack. Ganz schön versammelt, so geradeaus. Das ist eigentlich insgesamt sehr gut gelungen. Schön seitwärts. Linksstellung, geradeaus. So, wieder den Wechsel. Und da frühzeitig aufgehört vor der Pfütze, um nicht mitten durchzugehen. Dadurch habe ich vielleicht einen Galoppsprung länger gebraucht für den letzten Wechsel. Mhm. Aber auch das, wie gesagt, war mehr taktisch, als dass man es jetzt nötig hatte. So, die Einerwechsel sind gut durchgesprungen. Und sicherlich auch, da hätte ich noch insgesamt mehr nach vorne reiten können, um 2 Galoppsprünge länger die Wechsel halten zu können. Aber auch da ging es vor allen Dingen die Fehlerfreiheit, weil besser die 7 oder 7,5 nach Hause nehmen als die 5. Pirouetten, die war wirklich sehr schön zentriert, sehr schön gesprungen, gebogen. Das war also das, was so mal 2 geht, Piaffen, Zickzack, Pirouetten, das hat er super gemacht und hat da sicherlich echt Punkte geholt. Hier müssen wir einmal stoppen, da gibt es eine Geschichte, die müssen wir wissen. Ja, es war so, dass ich, wie gesagt, auch da gesehen habe, dass einige in der Pirouette, die Pirouette war eigentlich vom Punkt her einen Meter weiter, dann hätte man in die Pfütze hineingaloppieren müssen. Und ich habe das draußen geübt, das fand er nicht so toll. Also das heißt, du hast dir draußen deine Pfütze gesucht? Es war eine Pfütze, ähnlich wie diese, auch da so mittig gelegen. Und dann bin ich da einmal reingaloppiert, habe die Pirouette dort gemacht. Beim Rausreiten hat er sich ein bisschen vor dem Wasser geekelt. Und deshalb habe ich gesagt, das machen wir dann auch einen Meter früher, als es sein müsste. Und das ist ja so eine, ich sag mal, so ein bisschen den Spielraum, den man dann schon mal einleitet und machen kann. Und hier bin ich eben frühzeitig in die Pirouette reingeritten, die wirklich gut gelungen war. Und eben dann nicht das Risiko, dass mir da vielleicht ein Umspringer passiert, denn das mal 2. Mhm. Bedeutet gleich 2% weniger oder mindestens 1,5. Und deshalb war das gut. Man sieht hier, die Pirouette hat eine 8 bekommen, eben die links und die wird in der rechts ähnlich sein. Das sind natürlich Sachen, die ihm dann eben nochmal schnell 1% on top geben. Ne? Und dass du die jetzt einen Meter vorher gemacht hast, also normal sind die Richter ja relativ pingelig, dass alles am Punkt ist, zu Recht ja auch, ja. Mein Gott. Ist das jetzt was hier angekreidet worden ist oder denkst du, Mensch, komm, also das haben die auch gesehen, das waren besondere Bedingungen? Also ich bin ziemlich sicher, dass sie das auch gesehen haben und ein Meter, wenn man wirklich ganz kritisch alle Ritte immer beobachtet, dann wird man immer sehen, dass der eine mal einen halben Meter oder einen Meter früher, später die Einleitung in die Traversalen wird schon mal bei dem einen oder anderen mal ein bisschen früher eingeleitet, damit er nach hinten heraus mehr Raum hat. Also, da gibt es so ein klein bisschen Ermessensspielraum, der natürlich, es gibt auch Phasen, da wird ganz besonders drauf geachtet, wenn jetzt so es wirklich um alles geht, dann wird die Akkuratesse noch mal stärker fokussiert. Aber auch da sind wir ja zum Beispiel dabei, ob man nicht einen Tracking-Punkt mit reinnimmt, um eben so etwas mit zu bewerten. Das ist einfach ganz objektiv per Computer. Dann wird gesagt, okay, der weicht so und so viel von der Ideallinie ab.
und kriege dann am Ende eine eigene Note dafür. Und dann würde ich da vielleicht... Eine eigene Tracking-Note. Dann würde da vielleicht eine 7 stehen oder eine 6,5, wenn man mehrfach von der Linie abgewichen ist, statt dann der möglichen 8 oder 9. Das ist einfach eine rein, ich sag mal, formelle Linie, ohne dass das eine subjektive Bewertung in irgendeiner Form beinhaltet. Okay. Aber die ist sehr schön klein auch, gut gesprungen, gut auf die Linie zurückkommen mit Biegung, Stellung. Da glaube ich, da gibt es auch dann nochmal eine 8 oder 8,5 für. Denn da sieht man auch die Spuren. Ich glaube, da hat jeder Richter und jeder Mensch auch echt Verständnis. Das ist doch, habe ich ja gut gelegen, zwischen 8 und 8,5. Ich habe es tatsächlich vorher nicht gesehen. Und da war nochmal die letzte Trabverstärkung. Und dann kommt die letzte Mittellinie. Die Übergang in Trab, der war gut. Also da. Und da sieht man, der starke Trab. Hast du schon einmal nochmal gesagt, Achtung? Ja, ein bisschen bei mir bleiben, weil er natürlich auch normalerweise weiß, da geht's los. Deshalb ist die 7 oder 7,5 da auch total richtig. Hier eine Piaffe, die gut wieder abfußend und auch diagonal Übergang rein gelungen ist. Aber mal eine ganz kleine Anlehnung, wenn man ganz kritisch ist und sagt, gut, da gibt es dann vielleicht nicht die 8,5, sondern 8 für, aber Passage gerade zu Ende gebracht, da ist kein Schwanken und am Ende auch ein gutes Halten. Direktes Halten. Also da war am Ende wirklich auch nochmal, waren Punkte gesammelt, das zwischen 7,5 und 8. Also das hat er einfach eine sehr routinierte, saubere, technisch gute Prüfung, die vor allen Dingen die Grand Prix-Anforderungen eben entsprechend erfüllt hat mit Pioretten, mit Piaf-Passage, Übergängen. Das war sicherlich gut, ohne dass man jetzt ein totales Risiko in den Verstärkungen eingegangen ist. Also ihr seht zumindest hier auch im Rausgehen super zufrieden aus, eher auch tiefenentspannt. Absolut. Also das hat er auch wirklich genossen, obwohl er ja zwischendurch durchaus mal zu Touren kommen kann. Hier sieht man, trotz allem waren eben dann die Wechsel dann auch locker weggesprungen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehr fit. Das heißt ja auch irgendwie ein bisschen gut gemanagt. Hast ihn nie zu viel eingesetzt, nicht zu wenig. Der hat immer noch richtig Bock da drin, oder? Also er hat wirklich eine großartige Einstellung. Er ist 18 Jahre und ich glaube, der hat wirklich von jetzt 10 Jahre Spitzensport absolviert. Und er hat wirklich auch viele Prüfungen, viele Turniere gegangen. Er ist immer da gewesen. Er hat nie irgendwo wirklich etwas in den Sand gesetzt. Das ist eigentlich eins meiner erfolgreichsten Grand Prix-Pferde gewesen. Obschon er nie ein Championat gesehen hat, weil er leider immer ein bisschen im Schatten, das ist eben Fluch und Segen zugleich, im Schatten von Bella und Weihegold gestanden hat. Und ja, es ist eine großartige Zeit gewesen und jetzt neigt die sich dem Ende zu. Und jetzt versuchen wir heute nochmal eine schöne Kür zu absolvieren und das ist dann vielleicht auch seine letzte. Wir freuen uns darauf. Mit zwei Herzen, würde ich sagen. Ja, danke. Danke.